Isaac, ich habe das Shuttle gefunden, von dem Hammond sprach. Scheiße, nicht gut. Das Shuttle ist tot. Jemand hat die Navigationskarten entfernt. Gott weiß warum. Insgesamt sind es drei, die auf dem ganzen Deck verstreut sind. Ich lade ihre Positionen runter. Ich kann von hier aus nicht auf die Türen zugreifen. Du brauchst also einen Schlüssel der Crew. Wenn du alle Teile findest, können wir das Shuttle wieder flott machen und verschwinden. Okay, drei Stück, ey. Boah. Naja, das wird ja wieder eine gute Rennarbeit, Jane. Ja. Schöne Laufarbeit. So, das Ende aller Tage. Das war eigentlich ein ziemlich cooler Name für so ein Kapitel. Ach du Scheiße. Ich glaube, jetzt werden wir mal so ein bisschen mehr das ganze Kapitel Unitology, irgendwie diese ganze Glaubensrichtung hinter Dead Space irgendwie ankratzen, wenn ich das hier so sehe. Oh Scheiße. Guckt euch das mal an. Ach du Schande. Ey, ein Infektor und ich bin so am... Guckt euch das mal an. Ach du Scheiße, die haben... Haben sie die... Oh nee, echt so Säcke über den Kopf gezogen und den Infektor auf die kommen lassen? Oh shit. Oh nee. Na gut, okay. Auf geht's. Da ist eine Werkbank, wie schön. Textlog. Ein bisschen viel. Ja, okay, alles klar. Ihr habt es gelesen. Unitology ist quasi so ein bisschen wie eine Sekte eingestuft. Und, sie wollen den Marker. Na dann, wollen wir mal. An welchen Hoffnungsschimmer klammern Sie sich, wenn alles um Sie herum hoffnungslos zu sein scheint? Dr. Cross war eine wahre Gläubige. Sie hatte Vertrauen und wartet jetzt auf ihre Transformation. Ihre Wiedergeburt. Sind Sie bereit aufzuerstehen, Mr. Temple?
Natürlich sind sie das. Haben Sie keine Angst. Sie werden bald schon ihre Rolle erfüllen. Werden Sie Zeuge der Überführung eines wahren Gläubigen! Sie sind bereit! Nehmen Sie sie an! Heißen Sie sie willkommen! Okay, alles klar. Also die da draußen wurden doch nicht durch Infekte hingerichtet, sondern entweder durch den Typen hier oder halt durch die Unitology. Was für Freaks, Alter. Was für Freaks. Oh, die Mucke, ey. Wahnsinn. Okay, wir können hier auch nicht schnell vorwärts kommen durch diesen Kladatsch, der hier am Boden ist. Shit. Okay, alles klar. Der wird also schon auf uns warten, wenn wir... Oh, kacke, echt, hä? Kann er hier reinkommen? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich wird er hier reinkommen. Oh Gott, Alter. Freunde, wie sieht er denn hier aus, ey? Achso, gut, alles klar. Wir müssen nach hinten mit dem Fahrstuhl runter. Oh, Mann, sieht das hier scheiße aus. Ich finde nicht gut, die finde ich nicht gut, Jungs. Tatsächlich finde ich die wirklich am befremdlichsten. Nein, hau ab, hau ab. Überall diese... Ja, das ist schon ein bisschen was verhehlt, ne? Wie? Wo? Na, sag mal. Shit, ey. So, den werden wir mal auch lieber ganz schnell ausschalten nach hinten. So, also ich traue dem Frieden hier nicht. Ist mir alle ein zu großes Areal irgendwie. Mr. Clark, ich muss mit Ihnen reden. Ich bin ganz in Ihrer Nähe und ich weiß, dass Sie es interessieren wird, was ich zu sagen habe. Ich kann Ihnen alles erklären. Ich weiß, was passiert ist. Wenn Sie die Navikarten haben, werde ich Sie in die Sicherheitsstation lassen. Wir müssen reden. Beeilen Sie sich. Na dann. Lass uns reden. Ey, einfach nur ekelhaft. Einfach nur ekelhaft. Oh, ist doch schon wieder ein Brut, oder? Ist doch so ein Fetter. Die Lebenserhaltungs-
Sicherheitssysteme im Schlafblock B wurden ausgeschaltet. Du brauchst eine Überbrückung, um zur Tür zu kommen. Natürlich, Alter. Kann der nicht mal einmal was laufen, ey. Und jetzt sieht's aus wie Sau, Alter. Ich werde, das ist meine Fresse. Wow! Oh, nicht. Ich sehe nicht. I see nothing at all. Ja, das ein Satz mit X. Verdammte Axt. Das Blöde ist, wenn er dich irgendwie am Haken hat, invertiert die Steuerung. Was total komisch ist. Aber wollen wir nicht lange rumheulen irgendwie? Jetzt mach ich's. So, Freundchen. Nicht nochmal. Mit mir. Twinkle, twinkle.